Hallo, hier bin ich wieder, die Britta aus Dänemark. Mädels, heute ist Donnerstag, der 18. Januar. Ja, ist bald Wochenende, Mädels. Ja, was sonst? Ja, es hat geschneit, es ist kalt, aber alles Paletti. Mir macht das nichts aus. Wir fangen mal gleich an. Dies ist eine Dauerwerbesendung. Alles, was ich hier zeige, habe ich selbst gekauft. Und vielleicht hättet ihr auch Lust dazu, wenn euch das gefällt. Oder ja, irgendwas anderes, ne? Ja, wie gesagt, sonst erzähle ich das, wenn ich was irgendwas geschenkt bekomme, ne? Wir fangen gleich an, ne? Weil dieses ist das zweite Mal und jetzt mal hoffen, dass es besser wird. Ja, Mädels, ja, ich habe was fertig. Ich habe eine Oslo-Mütze für meine Kollegin Eva gestrickt. Sie hat am 9. Februar ihren letzten Arbeitstag. Da geht sie nicht. Doch, bisschen in Rente kann man sagen, ne? Aber da wollte ich ihr eine Kleinigkeit stricken und ich habe ihr die Oslo-Mütze gestrickt. Das ist, ihr kennt sie, Petite Knit, ne? Ja, das ist eine Damengröße und ich habe sie aus der Tweed-Wolle gestrickt, die ich in mein Stash hatte. Ich habe immer noch was. Ja, die kennt ihr wahrscheinlich, ne? Süsleriet, das ist eine dänische Handfärberin. Tweed, Fingerin, ne? Und ich habe kein Mohair benutzt. Ich habe hier von Permin eine Wolle benutzt. Und ich weiß nicht, ob sie neu ist, aber ist neu bei meinem Garn Pusher. Ja, wie gesagt, ist Off-White und ja, da ist nicht so viel Flausch drin. Da könnt ihr die Zusammensetzung sehen. Ja, also ich dachte, sie wäre vielleicht ein bisschen mehr aufgeflufft, aber hier ist gar nichts aufgeflufft. Ist auch in Ordnung. Ich bin mir auch nicht sicher, dass Eva das so toll findet mit Mohair, wenn das so ein bisschen kratzt, ne? Und kribbelt und krabbelt. Ja, die ist fertig geworden. Ja, die geht ja. Nee, die flitzt ja nicht von den Nadeln, aber. Die hatte ich letztes Mal nicht angefangen und da habe ich auch gar nicht dran gedacht, dass sie die haben sollte. Aber ich wollte ihr gerne was stricken. Deswegen dachte ich, eine Oslo-Mütze und vielleicht auch noch ein paar Socken. Sie findet meine Socken gut. Eva ist auch diejenige, die meine, also die Bananensocken, die ich ihr gestrickt habe, das war die Eva und die findet sie gut. Ja, was habe ich sonst fertig? Ich habe für Emma, sie reist ja mit ihrer Freundin Alberte nach Thailand im Februar, irgendwann in Januar und dann ganz Februar, ne? Und da braucht sie eine kleine Tasche für das Geld. Und ich habe sie letztes Mal diese hergegeben, also die kleine von denen. Und jetzt will sie nicht wieder abgeben. Und da sagte ich, oh Emma, die möchte ich gerne wieder haben. Deswegen sagte sie, Mama, dann möchte ich eine braune. Deswegen habe ich sie diese hier gestrickt und die hier. Die habe ich ja eigentlich am Anfang gestrickt. Das ist die Größe M. Und weil ich ja gedacht habe, okay, das ist die Größe, aber das war nicht die Größe, das war die kleine, die sie bekommen hat. Die bekommt Emma, die kennt ihr, die habe ich schon ganz oft gestrickt. Das ist die Honey Purse von Petit Knit. Ja, da habe ich ja ganz viele von gestrickt, ne? Und mein Taschenwahnsinn ist noch nicht vorbei. Da kommen noch einige, ne? Ja, dann habe ich an meinen Schnoppel weiter gestrickt. Und jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob das die richtige Farbwahl ist. Aber ich habe weiter gestrickt. Letztes Mal war ich hier und ich habe einfach weiter gestrickt, aber. Ja, ich bin mir nicht sicher, dass ich diese Farbkombi gut finde. Also ich finde sie nicht so wow, aber ja, am besten wäre ja, wenn ich einen kleinen Ton heller gehabt hätte oder dunkler. Das habe ich ja auf Ravelry gesehen, die Zusammensetzung, ne? Aber ich dachte, das wäre schön. Ist auch bestimmt schön, wenn man die mag. Aber ich bin nicht so begeistert. Mal sehen, das wird bestimmt geribbelt. Wie gesagt, ab und zu strickt man ja. Einiges, was geribbelt wird und was nicht so wird, wie man das gern hätte, ne? Ja, wie gesagt, die ist fertig, die sind fertig und da habe ich auch letztes Mal dieses hier genäht, weil ich jetzt an der Nähmaschine war und
Ich hatte das Stoff liegen, aber nicht die Tasche noch gestrickt. Aber die kommt bestimmt, ne? Ja, für die Geschenkekiste, ne? Dann hatte ich letztes Mal euch ein paar Handschuhe gezeigt. Da hatte ich ja zwei linke Handschuhe damals gestrickt und ich habe ja einen rechts, eins links, ne? Und ja, da musste ich ja nochmal von vorne anfangen, ne? Aber die sind jetzt gewaschen, geblockt. Das eine Set ist fertig, war ja fertig. Und beim anderen war der eine Handschuh auch fertig. Aber beim anderen, da war ich hier. Da musste ich mit dem Daumen anfangen. Und Mädels, das war so, also das war so komisch, so da ich wieder anfangen musste mit den Nadeln, ne? Also das fühlte sich so an, als ob ich so Stäbchen in der Hand hätte. Ihr wisst, mit Sushi. Mein Gott, ich konnte mich gar nicht mehr dran erinnern. War das jetzt mit zwei Nadeln? Weil ich hatte den ja auf zwei Nadeln. War das mit zwei Nadeln, drei oder vier? Und wie soll ich das halten? Und die Fadenspannung und was musste vorne und hinten mit der Farbe grau oder weiß? Und oh mein Gott, das hat gedauert da vorletztes Wochenende am Samstag, wo ich sie gestrickt hat. Das mehrere Stunden da. Oh mein Gott. Aber Mädels, jetzt sind sie fertig. Jetzt können sie in der Geschenkekiste. Und ja, schön sind sie, aber wenn ich sie nochmal stricken würde, dann würde ich sie mit ein doppeltes Bündchen stricken oder vielleicht mit einer Nadelstärke kleiner, sodass das Bündchen fester wird. Die Handschuhe liegen gut an den Händen, aber dieses Bündchen also für mich, könnte das ein bisschen fester sein, ne? Aber wie gesagt, die sind schön lang. Dies ist vielleicht ein bisschen breiter, weil das mit der Fadenspannung nach so vielen Jahren, aber sonst sind sie schön, ne? Das ist ja von Led Lobby, das habe ich letztes Mal in der Kamera gehalten, ne? Ja, wie gesagt, upsie, die ist fertig oder die sind fertig jetzt, weil die hatte ich auch hier in meinem Rollkasten liegen oder mein Rollwagen von Ikea ganz viele Jahre. Jetzt sind sie fertig, Mädels. Dann habe ich für Emma, sie hat sich einen Hoodie gewünscht, ein Balaclava, glaube ich, nennt man den auch. Und da hatte ich ja ein paar verschiedene Anleitungen in der Kamera gehalten. Und ich glaube, die habe ich erst hinterher gefunden. Die habe ich in ein dänisches Video-Podcast gesehen, dass sie die auch gestrickt hat. Und da dachte ich, okay, das ist doch also die gleiche Designerin, die ich auch für mein Mia-Sweater. Also die hat auch den Mia-Sweater gemacht und da ist nichts passiert, weil dann waren ja so viele kleine Sachen. Und obwohl das kleine Sachen sind, das dauert ja, Mädels, ne? Ich habe den fertig, der ist in Schwarz und das sind auch Reste, weil ich hatte ja euch die Wolle letztes Mal gezeigt von Sennes, von Alpaka Ul und von den, wie war das nochmal? Brush Alpaka. Und ich dachte, das wäre eine gute eine Zusammensetzung. Ist auch toll. Aber dann dachte ich, okay, ich gucke mal in meinen Kasten und dann habe ich diese Wolle gefunden. Und das ist ja auch die Alpaka-Ul von Sandness und ein schwarzes Mohair von Knitting for Olive. Und da dachte ich, okay, ich versuche mal, alles aufzustricken. Mädels, ich hatte so ein Stück zurück, als ich das Bündchen hier zusammen nähen sollte. Und das hat auch lange gedauert. Ein paar, nicht ein paar Arbeiten, aber einige Stunden. Da musste ich wieder aufmachen. Und ich hatte nicht genug Wolle von der Alpaka-Ul, um das Bündchen zusammen zu nähen. Aber da hatte ich eine schwarze Sockenwolle von Opalwolle und da dachte ich, das mache ich damit. Und das ging auch richtig gut. Und das war ein bisschen schwer. Eigentlich ist das ja eigentlich ganz einfach bei denen hier. Also das Bündchen zusammen. Also man strickt ja und dann fügt man die beiden zusammen. Masche für Masche. Und das geht einfach bei mir bei denen hier. Aber das war schwerer hier. Dann war das schief. Dann das passte nicht mit den Maschen. Dann habe ich so ein Stück gemacht. Ja, zusammengestrickt, ne? Und das dauerte, das muss ich wieder aufmachen, ne? Aber zuletzt da kam ich auf die Idee, okay, ich mache Maschenmarkierer rein und dann muss ich die Maschen, ich habe so 10 Maschenmarkierer reingemacht, eine in jede Masche und dann so, also zusammengefügt und dann musste sie auf der anderen Seite passen. Das ging besser. Dann war sie nicht schief und krumm. Wie gesagt, die Anleitung ist gut geschrieben. Man fängt oben hier auf dem Kopf an mit gewisser Anzahl Maschen, strickt ein Stück, lässt die Maschen offen und dann nimmt man Maschen auf, strickt weiter und
nimmt man schon auf, ne? Und dann strickt man rund, 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 rund und nimmt hier hinten zu. Ja, und man nimmt Maschen zu, bis man die gewünschte Weite hat. Und dann strickt man hier unten und dann habe ich abgekettet mit der italienischen Methode. Und ich muss sagen, dieses Mal ging das richtig, richtig gut. Ich habe das schon einige Male gemacht, auch beim Teresoneck. Aber das wurde nicht so schön, aber alles Paletti trotzdem. Aber dieses Mal, das ging auch viel besser. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, bei mir dauert das ein bisschen, ne? Dann geht das. Entweder geht das gut oder nicht so gut. Und dann muss ich das auch schon letztes Jahr habe ich das gemacht, ne? Aber wie gesagt, dieses Mal ging das besser. Bei mir dauert das halt ein bisschen, ne? Bevor das gut wird, dann muss man. Ich check das nicht so. Ich check das doch, aber obwohl ich das check, ist das ab und zu ein bisschen schwer. Aber jetzt habe ich es kapiert. Genauso wie da mit dem Muster, mit dem Weben, Weomünster, ne? Bei den kleinen Taschen, ne? Die ist fertig. Die ist, wie gesagt, nicht gewaschen, nicht geblockt. Aber ich kann sie mal anziehen, ne? Dann könnt ihr ja ein bisschen lachen. Ich hatte sie auch an und habe sie Emma, ein Bild für Emma geschickt, zu Emma geschickt. Und jetzt ist das nicht so weit hier. Da sind ja einige, die, da kann man länger stricken, sodass es richtig auf den Schultern liegt. Aber das tut es nicht bei mir. Aber man kann ja den so schön hier unter die Jacke, den Kragen hier runter, wenn man das so sagen kann. Und dann kann er so hier hinten auf dem Rücken liegen. Könnt ihr das sehen? Ja. Ja, wie gesagt, wir fahren Samstag nach Aarhus und dann kann Emma den mal kurz anziehen und mal sehen, ob ich den blocken muss. Jetzt, sie sagt auch, Mama, ist ja nicht sicher, dass ich den jetzt gebrauche, wenn das nicht so kalt ist. Aber ist ja jetzt kalt, aber jetzt, wie gesagt, reisen sie nach Thailand und wenn sie nach Hause kommen, dann ist März, ne? Mal sehen. Ja, wir sehen mal, ne? Sie kann ja mal sehen. Und kann auch sein, dass da nicht so geblockt werden muss. Und das Maschenbild finde ich auch richtig gut. Mädels, seht ihr was? Oh. Ein Fussel, Fnuller. Ja. Mal sehen. Ja, was dann? Ach ja, ihr kennt ja die Petite Nette. Das habe ich ja so oft in einem im Video gezeigt. Ja, und die braunen Taschen für Emma, das ist eine Avetta und Tilia, kennt ihr auch, steht alles auf Ravelry. Ja, was sonst? Ach ja, und ja, was war da mit den Handschuhen? Da fehlt, oh, die Anleitung, das ist die hier, Mädels. Das ist von Drops, die ist kostenlos. Die kennt ihr bestimmt auch, ne? Ja, und wie gesagt, da habe ich für Emily und Emma, da habe ich sie mal in gelb und Off-White gestrickt. Und da hatte ich noch, ich erinnere mich noch, dass ich so eine lila Farbe hier hatte. Nun, ja. Und Off-White. Und da dachte ich, zusammen mit denen hier, ne, da wollte ich ja die Mütze stricken, die ich bei Anne gesehen habe, ne? Jetzt die Anleitung ist wahrscheinlich in der Mappe. Und dann wurde das so ein Set, ist natürlich nicht die gleiche Färbung und die nicht. Die gleiche Farbe auch nicht, also den gleichen Ton, aber fand ich, war nicht so schlimm. Da dachte ich, da könnte ich vielleicht, okay, noch ein paar passenden Handschuhe dazu stricken. Deswegen habe ich die hier gefunden, weil ich erinnere mich noch, dass ich eine hatte von denen hier. Ups, das ist die Lama-Ull, ja, von Camarose und den hier auch noch, ne? So ein Off-White. Und zwei dazu, ne? Ist zwar nicht der gleiche Farbton, aber ich würde mal sagen, wenn ich das Bündchen hier bei den beiden in den hier mache, dann ist da genug dafür und für den weißen bestimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich für die anderen gebraucht habe. Habe ich auch nicht aufgeschrieben. Glaube ich zumindest nicht. Na, Mädels, sagen wir mal Skål. So. Das war das. Ja, dann habe ich ein paar Socken angefangen. Für mich. Nur weil das ging ja in die Hose, das mit die anderen Socken. Ich habe mit den Dogwalk-Socken angefangen vom Buch, das ich auf der Bibliothek geliehen habe. Und das, oh
Mein Gott, das dauert auch. Jetzt kann sie mal ein bisschen liegen und dann müssen wir mal sie wieder sehen. Da habe ich angefangen, eine Avetta fürs Bündchen. Das Bündchen habe ich mit einer 2,75 Nadel, 2,75 gestrickt und dann 64 Maschen und 15 Runden und dann zu Nadelstärke 2,5 übergegangen. Und ja, das Bündchen mache ich dann ein bisschen länger, weil das, ja, ich habe lange, nicht lange Stiefel, aber so ein bisschen hohe Stiefel und da passt das gut, so Winterstiefel, ne? So, ja, die werden auch irgendwann mal fertig. Und wie gesagt, dann hatte ich die Dogwalk-Socken angefangen, weil Emily, sie wünscht sie sich zum Geburtstag. Und ja, jetzt Emily hat angefangen, Socken zu stricken, weil ich habe sie ja auf Instagram bei Sandra, bei Sante 1.0 vorbeigeschickt, ne? Und sie macht ja richtig tolle Socken, ne? Collarwork-Socken. Und ich sagte immer zu Emily, immer, nee, Emily, du musst auch jetzt selbst mal Socken stricken, ne? Das ist gar nicht so schwer. Am Anfang ist alles schwer, das wissen wir, ne? Aber da sagte sie, okay. Und ich sagte zu Emily, Emily, nimm eine Wolle und eine Farbe, wo du denkst, die wird richtig toll. Dann macht das, wir wissen das alle, dann macht das Stricken viel mehr Spaß, ne? Und hat sie auch gemacht. Von Süsleriet, da hat sie eine Sockenwolle gekauft, die Färbung heißt Dancing Queen, richtig schön, so ein bisschen lila, so Flieder vielleicht oder so, ne? Vielleicht zeigt sie die ja mal auf Instagram. Aber sie strickt auf so eine kleine Rundstricknadel, so viele brauchen sie für die Ärmel und so, ne? Also ich finde sie zu klein, weil ich muss immer etwas hier in der Handfläche haben, das muss immer ein bisschen lang sein. Ja, wie gesagt, die habe ich angefangen, das ist mit 72 Na nicht Nadeln, Maschen habe ich das angeschlagen, das Bündchen. Und ja, ist auch egal. Bündchen und dann bin ich zum Muster übergegangen. Und dann habe ich das mit der Leatherback-Methode angefangen, weil ich dachte, okay, das gibt sich ein bisschen mehr. Ne? Und dann kann man reinkommen, ne? Weil ja, ich habe ja mal eine gestrickte und das war nicht so, ne? Aber die Leatherback-Methode habe ich bei Momas Wollwelt gesehen, das Video. Aber also das gut für einige, aber das war ein bisschen für mich schwerer zu sehen, weil habe auf Instagram, nicht Instagram, doch sie ist auf Instagram und auf YouTube, Lisbeth Wagner. Sie hat auch einen Podcast, Mädels. Da hat sie diese hier gestrickt am Advent. Kostenlose könnt ihr auf Ravelry finden. Das sind die Tannensocken. Und da hat sie das Muster hier oben mit der Leatherback-Methode gestrickt. Und die zeigt das richtig, richtig gut. Da kann man alles sehen. Und da dachte ich, okay, aber ich habe ja mit dir hier bei Momas Wollwelt angefangen und ich habe das nicht so richtig gescheckt, weil die Masche, die Leatherback-Masche ergibt, ich finde, Moment, Mädels, bum, bum, seht ihr das? Da ist so ein, da, das ist so ein Zwischenraum, ne? Und ich habe das wahrscheinlich mit der verkehrten Masche gemacht, ne? Das hätte wahrscheinlich mit die graue Masche werden sollte machen. Weiß ich nicht. Glaube ich zumindest. So was, wie ich mich jetzt recht erinnere, wie Lisbeth das gezeigt. Nee, sie heißt nicht Lisbeth. Ist auch egal. Ich verlinke euch das Video, ne? Richtig, junges, liebes Mädel. Ja, wie gesagt, aber das wurde nichts. Ich weiß nicht. Ich fand das so ein bisschen schwer. Also schwer und schwer nicht, aber ich habe den ganzen Samstag und ein bisschen Sonntag dran gestrickt, ne? Und eigentlich ist das Muster ja nicht schwer. Aber das wurde nichts. Dann habe ich erst mit Magic Loop, ach, das war ein bisschen blöd. Dann mit Sockennadeln, das war noch auch blöd. Und dann mit denen hier, das, ja, das ist nicht so. Ja, nicht so schön. Aber ich gebe nicht auf, weil bei mir dauert das. Ich habe das gesagt, das dauert ab und zu. Und ab und zu länger. Aber jetzt, Emily hat ja erst im Juni Geburtstag und Weihnachten ist ja, wie gesagt, im Dezember.
hat ja noch Zeit, ne? Weil sie möchte ja auch gerne einfarbige Socken haben oder so mit bisschen Speckels drauf und so, ne? Ist auch in Ordnung. Ja, weil das ist nicht so ihr Ding. Das ist auch nicht Emmas Ding. Deswegen stricke ich einfarbige Socken für Emma, weil sie mag nicht diese Wolle. Und deswegen habe ich ja auch die grünen Socken für sie gestrickt. Für manche sind sie vielleicht langweilig, aber das ist so. Weil sonst endet das ja wieder so wie die anderen Socken mit die Broken Seed Stitch Socks, ne? Weil ich dachte ja, okay, ich könnte die graue Wolle benutzen, aufstricken und dann habe ich die gelbe dazu gekauft. Aber die graue, nee, die gelbe, die findet sie nicht so schön. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja immer Geschmackssache, ne? Und was ich schön finde, braucht sie ja nicht schön finden, ne? Und ich hätte sie ja fragen können, dann hätte ich sie ja nicht stricken brauchen. Aber ich habe sie gestrickt. Und eine liebe Zuschauerin hat sich gemeldet und wollte sie gern haben. Hat sie bekommen? Ich habe sie abgeschickt, sie hat sie schon bekommen und alles Paletti, die findet sie gut. Und ich finde das gut, dass ihr sie gut findet. Aber wie gesagt, ist ja immer so mit die, ja, wie man das so betrachtet, ne? Ja, und jetzt stricke ich auch ein paar graue, nee, nicht graue, braune Socken für Emma, weil braun liebt sie ja auch, ne? Aber die sind auf der Arbeit. Wenn das so ein bisschen still ist, dann stricke ich ein paar Runden. Mal sehen, wenn die fertig sind, ne? Ja, wie gesagt, aber dann war ich auf Instagram und auf Instagram habe ich Bude 06 oder 08. Moment, jetzt weiß ich das. Ich guck mal hier auf Instagram. Bude 06. Bude underscore Nummer, also NO underscore 6. Ich zeig euch das. Dann könnt ihr das sehen. Das ist eine richtige tolle Farbkombi. Was sagt ihr? Oh, jetzt ist das ein bisschen gelb. Ah. Ja, deswegen habe ich die hier zusammengesucht, ne? Ja, mal sehen. Vielleicht wird das was, vielleicht nicht, ne? Bei mir ist es ab und zu so, wenn das so, oh, das Muster nicht so gelingt, dann fehlt mir die Motivation, weiterzumachen oder wieder neu anzufangen, weil eigentlich das Muster ist ja schön, aber das kommt auch auf den Farben an. Das weiß ich ja, ne? Aber mit so einer Socken, da ist, wird man ein das mehr bewusster. Mehr auf jeden Fall. Mädels, wir sagen Skål, ne? Ja, wie gesagt, schaut mal ihr vorbei. Ich verlinke euch das Video, ne? Ja, was noch? Ja, dann habe ich vor ganz langer Zeit so ein paar Bänder-Handschuhe. Heißen die Fäustlinge? Weiß ich gar nicht. Na, diese von Rilleroth. Sieh der, da ist das Bündchen. Das ist mit der Bouclé-Wolle. Anne, siehst du das? Das wäre was, ne? Und das ist mit Raumafin-Ul. Und ich habe mir vor einiger, nicht einiger Zeit, irgendwann mal, ist gar nicht lange her, eine graue Bouclé-Wolle gekauft. Moment, ich suche mal. Weil ich dachte, ja, das könnte gut sein, ne? Ja, man braucht ja viel, verschiedene Handschuhe. Moment, Mädels. Hier ist sie. Das ist eine graue Bouclé-Wolle von Mohair Baikonat. Oh, wollen wir mal so machen. Ja. Die könnt ihr auch bei Anne kaufen. Also nicht diese hier, aber Anne liebt ja auch die Bouclé-Wolle. Ich glaube, sie sagt Teddy-Wolle. Entschuldigung, Anne. Teddy-Wolle. Ja. Und da dachte ich, da wollte ich auch mal die Raumafin-Ul verstricken, weil die habe ich noch nie verstrickt. Und da dachte ich, da könnte ich doch diese hier stricken. Aber ich muss noch die Raumafin-Ul besorgen, weil grau ist ja nicht grau. Mädels, das wissen wir ja. Das muss nicht unbedingt Ton in Ton sein, aber auch nicht zum Himmel schreien, dass die nicht zusammenpassen. Deswegen haben wir ein Woll, nicht deswegen, aber wir haben ein Wollgeschäft in Herning, die, das ist, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, ein paar Monate, glaube ich, vielleicht mehrere, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die hat Rauma auch, Finul. Und Finul, Rauma Finul hat ganz viele Farben. Aber wie gesagt, grau ist ja nicht grau. Deswegen wollte ich sie mit dann hinnehmen. Und mal so, dass ich den einen guten Farbton dazu finden kann. Aber ich hatte Migräne Montag, Dienstag bei der Arbeit nicht so doll. Also ich konnte zur Arbeit, aber pff,
nach Hause schlafen. Und dann kann man ja abends nicht wieder schlafen, ne? Weil als sie nach Hause kam, da habe ich von, war das halb vier bis 7:15 geschlafen, ne? Weil Paul, er war beim Spinning und da dachte ich, ja, und dann kann ich abends nicht schlafen. Aber ist ja so, ne? Und dann Dienstag das Gleiche. Aber da habe ich nur eine Stunde geschlafen und dann war mein Kopf auch besser, ne? Und ja, gestern war ich zu Hause, da sollte ich eigentlich zum Strickcafé bei Snow Lee, aber da dachte ich, nee, ich muss das Innenstoff für die Taschen für Emma nähen, weil sonst wird das nichts, ne? Und ich kann ja nicht meine Nähmaschine mit zum Snow Lee schleppen. Und deswegen dachte ich, okay, ich bleibe zu Hause, war auch gut. Da, ja, da war Handball, heißt das Handball? Doch, Handball, ne? Im Fernsehen, da, Paul Esse kommt immer hoch. Oh, so, shit und scheiße und sowas sagt er. Das sagen wir ja nicht, ne? Aber wenn die nicht so spielen, so gut spielen, ne? Also, wie gesagt, vielleicht wird das noch was. Ich finde sie irgendwie süß. Was meint ihr? Die sieht man doch nicht so oft. Meistens sieht man entweder einfarbig oder mit Colorwork, aber ich find sie süß, da mit die Bouclé-Wolle. Anne, wie wäre das? Wäre das was für dich, für deine Mädels? Oder für andere Mädels? Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber ja, ich finde sie süß. Ja. Dann, ja, wie gesagt, dies hier, ne? Das ist die opale Sockenwolle und zusammen mit diese hier und, ach ja, und noch diese hier. Die war so auch Tweed, ne? Das fand ich schön, weil in der Tweed, da war so ein bisschen, seht ihr das? Das passt ein bisschen zusammen, ne? Oh, jetzt ist ein, ja, mal sehen. Wir sehen mal, ne? Wir sehen, wir sehen, wir sehen. Ja, und da habe ich immer gefragt, Emma, ich weiß, dass Raumafin-Ull, nee, nicht Raumafin-Ull, nur Rauma auch Sockenwolle macht. Die heißt Wandra. Und ich sagte, Emma, guck mal nach, welche Farben möchtest du gerne? Ich möchte sie gern mal verstricken, ne? Weil ich stricke ja meistens für mich und für Emily. Und Emily strickt ja auch sie selber. Und ich finde das auch cool, dass sie jetzt auch Socken strickt, ne? Ich finde das schön, ne? Dann kann ich mir auch mal welche wünschen. Ja, Emma. Sie sagte, Mama, ich möchte gerne diese Farben. Mal sehen, ne? Wenn ich für Raumafin-Ull die für die Fäustlinge, sagen wir mal einfach so Fäustlinge, ne? Und ich versuche mal, weil ich habe mir sagen lassen, dass die also nicht so stark verfilzen beim Waschgang, aber so ein bisschen ineinander haken, so ein bisschen verfilzen, ganz, ganz, ganz leicht. Und das macht was aus, sodass sie nicht kaputt gehen. Aber ich weiß das nicht. Ich habe das nur gehört. Ich will mal fragen, so wenn ich da im Laden komme, ne? Ob das, wie das ist und so, ne? Und dann, also Mädels, ich sitze ja gerade hier, obwohl ich immer so dahin gucke. Ich. Mädels, ich wollte euch mal sagen, erinnert ihr euch noch die Lektion mit dem Reißverschluss, was passieren kann, wenn der zu kurz ist? Ja? Und wo ist der Zipper? Der ist weg, Mädels. Ja, so kann das passieren. Die habe ich mal genäht. Das war am Anfang. Die finde ich süß. Ich finde die süß. Dann, Moment, Mädels. Dieses Mal habe ich gar nichts aufgeschrieben. Ach ja, Mädels. Letztes Mal habe ich ja die Taschen hier. Ihr wisst, mit das Baumünster, ne? Da, ja, diese hier. Ja. Da fehlte mir noch das Innenstoff. Das habe ich. Ich habe alles, die sind fertig. Die waren eigentlich nicht rucki zucker, weil der rucki zucki ist nicht sicher, dass das rucki zicki ist egal. Okay, guck mal, hier habe ich keinen Zipper dran. Zipper. Jups. Und der rote, der hakt so ein bisschen nicht in den hier, das mit Sterne, aber mit der, da ist das Innenstoff. Das ist zu dicht am Reißverschluss. Ja, aber die sind fertig. Die kommen in die Geschenkekiste, weil wir wissen ja, plötzlich sind wir, ist der Urlaub, Sommerurlaub vorbei. Dann kommt September, Oktober und was steht vor der Tür? November und dann müssen wir wieder an Socken,
alles Mögliche, warme Denken und Adventsgeschenke, Weihnachtsgeschenke. Jetzt bin ich. Ja, die sind fertig. Und was noch? Ja, wie gesagt, ja. Und dann habe ich ein Video von der Messe in Weile, die Textilmesse, Textmesse, glaube ich, gesehen. Und da waren so schöne Farben bei Filcolana von der Avetta. Und da dachte ich, okay, mal sehen, wie viele Taschen ich dieses Jahr verstricken kann. Da möchte ich gerne in Gelb und in Grün und ja, die Farben, die ich jetzt finde von Avetta und Tilia. Mal sehen. Mal sehen, wie viele ich verstricke. Weil eigentlich keiner braucht so viele Taschen, aber Advent, Weihnachten, vielleicht gehen sie ja, fliegen sie, fahren sie auf der Reise nach Deutschland. Man weiß ja nie, ne? Auf jeden Fall dachte ich, das möchte ich gerne. Ja, andere stricken viele Socken, ich stricke die Taschen. Ja, mal sehen. Und Recke und Pernille, die würden sich bestimmt auch über zwei freuen, denke ich mal, ne? Ja, was sonst? Habe ich mehr? Sagen wir mal, oh, jetzt dumm. Mal sehen. Balaklava, die Mütze, die Fäustlinge, die Taschen, mein Schnuckel, Schnuckel, Schnuckel. Die finde ich echt cool. Ja, Mädels, dann. Also die Handschuhe hier, die Fäustlinge, die habe ich ja letztes Mal hier in meinem Rollwagen von Ikea gefunden. Und da dachte ich, okay, gucken wir mal jedes Mal rein und sehen, was wir finden. Und da habe ich dieses gefunden. Ach ja, habe ich die gezeigt? Da. Da habe ich diese gefunden. Guck mal. Die ist auch schon einige Jahre alt und die habe ich für Emma gestrickt. Und damals war sie nicht 25. Seht ihr das? Die sind so schön. Ich habe noch ein anderes Bild. Moment, Mädels. Wer schreibt? Die sind auch schön. Und die sind auch nicht schwer zu stricken. Und wenn man Colorwork kann, Sandra, dann flutschen sie von den Nadeln. Na, Mädels, lassen wir mal. Gucken wir mal, ne? Ja, Mädels, ich weiß, wie gesagt, gar nicht, wann ich sie angefangen habe. Aber die sind für immer. Und ich weiß auch gar nicht, welche Größe. Und ist ja, das ist ja so, ist ja erst nachher, wo ich denke, das ist immer gut. Mal ein die Zeit zu nehmen, mal kurz schreiben, diese Größe, ja, habe ich aber nicht. Damals habe ich dran nicht dran gedacht. Das sind Jahre her, nicht ganz viele Jahre, aber einige Jahre. Ja, da kommt kein Mensch rein, Emma gar nicht. Und sie hat ja Größe 36, das wisst ihr ja, ne? Aber ich würde mal sagen, die werden aufgemacht. Ich kann das Bündchen wieder, also das brauche ich nicht aufmachen. Das ist ja mit so einem, wie hieß das nochmal? Weiß ich nicht mehr. Ja, ich habe zwei gleichzeitig gestrickt, weil ich dann dachte, dann werden sie ja, wie gesagt, gleichzeitig fertig. Aber ja, die sind so, ich finde das so schön. Also wenn ich das mit dem Colorwork kann, besser kann und wenn ich weiß, so mit der Nadelstärke, das muss man sich auch merken, ne? Oder auf jeden Fall aufschreiben. So, ne? Bei dieser Wolle ist das am besten mit dieser Nadelstärke und so viele Maschen und bla bla bla. Ja, die mache ich auf und dann brauche ich wieder die Bündchen und dann brauche ich auch wieder diese Wolle. Das ist die Sisu-Wolle und damals kannte ich sie noch gar nicht. Das habe ich auch im dänischen Podcast gesehen. Ja, das ist die Farbe 7212, so hellblau, die kommt gut drauf, rüber. Und schönes Rot ist ein bisschen dunkler, ne? Größe, nicht Größe, Farbe 4228 und ein Off-White, wo ist der? Und ich habe zwei Knoll von jedem, weil ich ja dachte, dass es am einfachsten ist. Ja, so ein Off-White, 12, nee, 10, 12.
Und wie gesagt, zwei von jedem, weil ich damals dachte, okay, dann tüdelt sich das nicht so. Das ist erst nachher so mit den Jahren gekommen, sodass ich von innen und draußen dran stricke. Ja, jetzt ist das so, ne? Aber ich würde mal sagen, ich ribbel sie und dann fange ich an, ja, vielleicht rot hier und ja, weiß, nee, hellblau und die Ferse in Off-White oder auch in Rot oder ich weiß nicht. Mal sehen, ne? Ist ja auf jeden Fall genug Wolle da. Ja, wie gesagt, zwei von jedem. Und diese habe ich auch genäht. Und wie? Ja, da seht ihr wieder, ne? Das, jetzt habe ich es ja geschickt, ne? Mal sehen. Die wird gerippelt. Und mal sehen, wie weit wir nächstes Mal sind, ne? Ja. Die kommt dahin. Mädels, ich orientiere mich mal ein bisschen. Ja, habe ich letztes Mal erwähnt, dass ich den. Moment. Guck mal. Ankelhund. Ich guck mal. Augenblick. Okay, Anke. Wo bist du? Na, weiß ich nicht mehr. Doch, sie ist da, Anke, ne? Ankes Wollwerk. Sie hat ja letztes Mal ein Sweater. Jetzt weiß ich gar nicht. Anke, hast du ein neues Video? Oh, ich muss mal gucken. Na, sie hat ein Sweater in der Kamera gehalten, wo ich. Also, das war so ein richtiges schönes Rot von Drops. Ne? Und da dachte ich, okay, ich finde das immer schwer zu sehen in der Kamera. Ich möchte so ein gern richtiges schönes Weihnachtsrot, weil ich möchte gern das Wetter für Weihnachten, so für Dezember, so, ne? Und deswegen, das muss man ja auch im August stricken oder so. Und ich weiß nicht, ob ich das schon sagte. Bei mir macht das nicht so viel auch aus, ob das warm ist. Und natürlich, vielleicht die Hände sind ein bisschen feucht, aber dann wasche ich sie und dann geht das auch wieder, ne? Und sonst kann man ja Socken stricken, ne? Und ja, und da dachte ich, okay. Ich habe mir rote Wolle für den Weihnachtswetter gekauft und die ist. Moment. Die habe ich mir zum Geburtstag gewünscht von Paul. Paul, Paul. Ach, die ist hier. Moment. Es raschelt. Schimpft, Mädels, schimpft. Aber das ist, jetzt sieht sie ein bisschen orange aus, ist aber nicht. Das ist ein Rot, aber so, wenn man das zum anderen Rot hält, dann ist das überhaupt gar kein. Das ist ein ganz anderer Ton. Aber ich würde mal sagen, so mit so ein richtiges, schönes, dunkles Rot, Arwetta-Rot, dann geht das. Ne? Aber sonst vielleicht mit einem Doppelfaden und dann wird das mehr squishy, mehr Wamsit, ne? Aber das ist. Das geht ja auch so ein bisschen in Rotwein. Aber ja, ich wollte nur mal sagen, Rot ist nicht Rot, Rotwein ist nicht Rotwein. Ihr wisst, was ich meine, ne? Und wie ich schon sagte, meistens ist das ja so, dass das Mohair das die andere Farbe übernimmt, ne? Da kommt ein ganz anderes Bild. Jetzt ist das auch ein blödes. Ja, das sieht orange aus, ist aber nicht orange, ist rot. Ihr könnt mal mal sehen, das ist die Tilia von Arwetta und der Farbton 323. Und dies hier, den ich bei Anke gesehen hat, das ist die Drops. Das ist die Farbnummer 17. Ja. Ja, das wollte ich nur mal erzählen. Ich weiß, der Faden ist weg. Doch, und dann habe ich diese gekauft. Das ist auch, ja, wie gesagt, woher? Das ist die Farbnummer 43. Und die ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie nennt man das? Könnt ihr das sehen? Die ist so ein bisschen hier. Tweed nicht, aber ich fand, ich dachte, okay, die muss ich haben, weil sonst für eine Tasche oder für eine Mütze oder so kann man sie gebrauchen. Genauso wie die hier. Ich weiß ja, mit einem Knoll kommt man nicht weit, aber ich wollte sie mal sehen und mal, ja, ausprobieren vielleicht, ne? Ja, guck mal bei ihr vorbei, bei Anke, wenn ihr Lust habt. Und sonst, was ist noch? Ich guck mal, Moment. Was liegt da? Das ist ein Geheimnis. Ja, sonst eigentlich nichts.
Habe ich was vergessen? Ich habe nicht viel. Ist auch in Ordnung. Man kann ja nicht immer so viel haben, ne? Scroll. Ja, Mädels, wie immer, dies ist eine Dauerwerbesendung. Ach, guck mal, hier, ich habe mein Tablet drauf. Das ist so, stell dir, erinnert ihr euch noch, die Ledertaschen, die ich bei ihr gekauft habe, die hat so für den Maßband jetzt gemacht. Ich habe ja den von, okay, Licht, ja, ich habe ja den von Mood, ne? Aber der ist auch schön. Das ist ihr eigenes Design, ne? Ja. Sonst, was wollte ich noch sagen? Wollte ich noch was sagen? Ja, Mädels. Ich habe, mein Kanal hat ein Jahr, mein Kanal hat ein Jahr überlebt. Am 10. Januar, ja, hatte ich letztes Jahr das erste Video hochgeladen. Oh mein Gott, da ist viel passiert. Aber ich muss sagen, das ist so richtig motivierend, so ein Video. So, man hält sich so ein bisschen in Gange, ne? Weil man ja, wie gesagt, was zeigt und man denkt, oh, das muss auch jetzt mal so fertig werden, ne? Und das möchte ich auch noch stricken und ich sehe ja auch bei euch und so, ne? Das finde ich cool. Ja, ich habe auf jeden Fall viel gestrickt, finde ich. Nicht so viele Blusen. Ich habe den Ingdicke da, den Lila gestrickt. Dann habe ich mein Cumulus mit einem runden Hals, den so hellgrau gestrickt, und dann habe ich den Wiegensfitter, den braun für Emma gestrickt, und dann ganz viele kleine Sachen. Aber so ist es. Die müssen ja auch auf die Nähe. Das sind auch schöne Sachen, finde ich zumindest. Ja, Mädels. Ja, das mit den Kollersocken, das wird irgendwann mal, ne? Ich gebe nicht auf. Das muss ja jetzt dieses Jahr werden, ne? Ja, ansonsten. Ja, dies ist eine Dauerwerbesendung. Ich habe alles gekauft, aber ich habe ein Geschenk bekommen von einer lieben Zuschauerin. Weil, und das ist dieses Buch. Ich habe das auf der Bibliothek geliehen und, oh, ach so, okay, das ist von der Bibliothek, ne? Aber das ist dieses Buch. Das hat sie mir geschickt. Ihr könnt sehen, weil sie hatte das doppelt. Ich habe mich ganz lieb bedankt. Das finde ich richtig gut. Und ihr Plan, ist, dass sie dieses Jahr. Moment. Ja, sie hat sich vorgenommen, nicht dieses Jahr, aber sie hat sich vorgenommen, sie möchte sich gern durchs Buch arbeiten. Das ist eine gute Idee, weil da sind richtig schöne Socken drin. Deswegen denke ich, wenn man irgendwo anfängt und denkt, okay, das ist mega schwer und die werden nicht ganz perfekt so, dann ist das so. Aber Übung meist macht ja den Meister. Wir wissen das ja alle, ne? Guck mal, die sind doch auch schön, ne? Die habe ich irgendwo gesehen bei euch. Weiß gar nicht mehr. Wer war das, Mädels? Ja, auf jeden Fall. Lieben Dank, ich habe mich begrüßt. Ich wollte das nur mal sagen, weil ich. Dass ich das geschenkt bekommen habe, ne? Finde ich lieb von ihr. Ja, wie gesagt, eine ganz liebe Karte und Schokolade. Behalte ich hier. Ja, Mädels. Sonst, ich habe eigentlich gar nicht mehr. Sonst, ja, wie gesagt, Samstag fahren wir nach Aarhus, nach Emma. Sie hatten zwei Bekleidungsstücke, die zu lang sind. Die muss ich ein bisschen kürzen. Und ein Gummiband ist auch zu lang. Sie hat wahrscheinlich ein bisschen abgenommen. Ja, das muss ich noch machen. Samstag und Ikea. Weil, Moment, ich habe ja diese, Moment, ich habe dieses. Ich weiß nicht, kann man Koffer sagen? Das habe ich ja vor ganz langer Zeit fertig gestrickt. Und da sagt er immer, Mama, wie geht das eigentlich damit? Oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Weil ganz lange Zeit, da konnte man nicht die Lampe in Ikea kaufen. Die war ausverkauft. Die hatten die zwar die Größe, aber in so bisschen bräunliches Glas. Und das sieht ja, ich weiß nicht, ob man das durchsehen konnte. Aber ich sagte zu Paul, nee, wir warten. Und jetzt war genau am Tag, wo Emma gefragt hat, danach hat, da habe ich geguckt und da hatten sie ja die Lampen. Und dann sagte ich, Emma,
Ist nicht, weil ich nicht wollte, aber dann fliegt dir die Zeit. Dann waren wir ab und zu mal vorbei, wenn wir bei den Mädels waren, und dann hatten sie die nicht, und dann hab ich das vergessen, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber Samstag fahren wir auch mal kurz vorbei bei IKEA und kaufen die Lampe, sodass sie die jetzt bekommen kann, ne? Sie hat ja lange genug gewartet. Ja, Mädels, und dann noch zuletzt hat meine Freundin Leila mich gefragt, ob wir nicht eine Decke häkeln wollen. Und ich dachte erst, oh, die wird doch nie fertig. Also, ja, eigentlich habe ich ja nicht so viel auf die Nadeln. Und was ich jetzt hier stricke, das ist ja eigentlich fertig. Außer was ich jetzt euch zeige, ne? Das mit die Socken und mit die Handschuhe. Deswegen denke ich, das sind kleine Sachen, die ich habe. Die kann man so ab und zu mal nehmen, ne? Und jetzt werde ich wahrscheinlich, die Paul wird sie rippeln. Das mag er gerne, außer Mohair. Das mag er nicht so gerne, ne? Aber die könnte er ja rippeln, und dann kann ich ja Socken dazu davon stricken, ne? Vielleicht Streifensocken, weil das geht. Das ging richtig gut, das mit den Adventssocken, so das mit dem Übergang, dass da nicht da, so, das, den kann man nicht so richtig sehen. Ja, das werde ich machen. Ja, irgendwann mal, ne? Ja, was wollte ich noch sagen? Ach ja, die Decke. Leila hat mich gefragt, wollen wir das machen? Ich sagte, ja, jo. Und das soll ja auch eine ordentliche Decke sein, so nicht nur für die Knie, ne? Und da sagte ich, okay, ich werde nicht fertig dieses Jahr, bestimmt nicht, ne? Und Hut ab für die die Temperaturdecke stricken. Also das ist ja wirklich eine Meisterleistung, also meine Meinung nach, ne? Dass man jeden Tag da strickt, ne? Aber ich meine, wenn man, das war ja auch so mit den Socken, mit den Adventssocken. Ja, okay, dann habe ich sie reingestrickt, ne? Und dann dachte ich, ach, das war doch gar nicht schlimm, das dauerte da gar nicht lange, ne? Obwohl ich jetzt, wo ich die herstricke, ne? Da denke ich, okay, 7 Runden, das dauert ein bisschen länger, aber das ist ja nicht, das nur so mein Empfinden, ne? Na, wie gesagt, ich sagte, okay, machen wir. Welche Wolle? Ja, ich weiß nicht. Ich sagte, vielleicht Wetter, ne? Ich habe ja, Knäule von der Wetter, die ich noch nicht angefangen habe zu stricken von. Und einige habe ich davon. Und ich weiß gar nicht, ich würde mal sagen, die doppelfädig, ne? Und da habe ich was zusammengesucht. Ich weiß nicht, Leila, wie weit bist du? Da habe ich zusammengesucht. Da ist auch eine Wolle von Pauls nicht Hipsterhu, Oslo-Mütze, erinnert ihr euch? Und da habe ich die hier gefunden. Ich weiß gar nicht, da war kein Label. Ich habe auch noch einen großen Knoll hier. Moment. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob das Sockenwolle ist oder nur Merino. Ich weiß auch gar nicht, wie man sehen kann, ob da Nylon drin ist. Keine Ahnung. Na, Mayflower, Sockenwolle von Avetta. Das ist Anina von Filcolana. Da habe ich mal einen kleinen Cardigan, Babycardigan gestrickt. Den kann ich auch mal zeigen. Da dachte ich auch, da sind viele Fehler in den Leitungen. Anleitung war ja keine Fehler, ihr wisst das, ne? Und ja, von Paul die Mütze, von Evas Socken, Sträflingssocken, wisst ihr noch? Und ja, von die grünen Socken. Und Wolle von Anne, strickt mit Kick, Anne. Hier, guck mal, Anne. Weiß gar nicht, hast du die Färbung noch? Da, da. Hier, was heißt das? Creme Pink. Die finde ich gut. Guck mal, da, sonst könnte ich doch eigentlich noch ein paar Socken davon stricken. Aber in so eine Decke ist das auch schön. Ich finde das auch, das hat was mit Erinnerung zu tun, ne? Das macht ihr ja auch, so mit Sockenwolle. Dann denkt ihr, okay, die Socken habt ihr für die liebe Person gestrickt und so, ne? Und da ist noch die Wolle von Emily's Hu, Oslo Hu, die sie zum Advent bekommen hat. Das ist bestimmt. Kauft ihr die Wolle die gleichen Stellen? Moment. Schurwolle. 80%. Anne? Nee, das ist die Merino Single 366 Meter auf 100 Gramm. Die von für Emnis Mütze. Nee, ist nicht dasselbe, Anne. Alles Paletti? Ist auch Paletti, ne? Also war das nicht so. Ja, wie gesagt, ja, eine andere handgefärbte, die weiß ich gar nicht mehr.
Ja. Wie gesagt, ich würde mal sagen, ich sagte zu, da war auf, nicht Instagram, auf YouTube, da habe ich ein Video gesehen, da sagte ich, hat sie 220 Maschen angeschlagen oder 200? Und da sagte meine Schwester Christine, ich habe sie gefragt, möchtest du auch mitmachen? Da sagte sie, ja, möchte sie, was ich so dran gedacht habe. Und dann habe ich ihr das erzählt. Da sagte sie, okay, vielleicht 250 Maschen. Aber mal sehen, ne? Kommt ja auch mit der Nadelstärke und so an, ne? Aber sie möchte auch gern mitmachen. Habe ich gar nicht Leila erzählt. Muss ich Leila erzählen? Weil sie hat ja die Decke für mich gehäkelt. So in weißen Baumwolle heißt das. Baumwolle, ne? Und die muss jetzt, die vier Ecken, die müssen jetzt zusammengehäkelt werden. Das dauert ein bisschen, ne? Deswegen sagte ich, so dass sie ein bisschen beschäftigt ist. Sie näht ja auch. Aber so im Sofa und so, da kann sie ja nicht mit der Nähmaschine sitzen. Dann könnte sie ja eine Decke für einen Wohnwagen oder für sich im Sofa häkeln. Und das möchte sie auch gern. Ich sagte zu ihr, ich kaufe dir Wolle und dann kannst du anfangen zu häkeln, weil, ja, sie beschenkt mich auch ab und zu mal, ne? Ja, das machen wir irgendwann mal, ne? Also, weil eigentlich könnte man ja eine Streife am Tag häkeln oder wie? Was ist realistisch? Oder in der Woche? Ja, ich weiß auch gar nicht, das kommt ja auch drauf an, ob ich genug Wolle von einer Farbe habe, weil man weiß ja nie, wie weit man damit kommt, ne? Aber sehen wir mal. Mädels, ich hab nicht mehr. Ich sag ganz lieben Dank, dass ihr hier vorbeischaut bei mir jedes Mal, ganz lieb kommentiert und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, heute ist Donnerstag, der 18. und ich würde mal sagen, ich lade das heute hoch. Vielleicht seht ihr das heute oder erst morgen. Mal sehen. Aber sonst, egal was, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja, egal wo ihr seid und ja. Mal sehen, ob wir noch mehr Schnee bekommen. Deswegen, Mädels, wir sehen uns. Po ganz schön, hätte Gott, wie seh's Pia. Hi, hi.